Bei der kleinen Trommel oder bei den kleinen Trommeln gibt es natürlich verschiedene Modelle. Das tiefe Gerät habt ihr schon in Aktion erlebt. Es gibt natürlich auch kleine Trommeln, die nicht so tief sind. Natürlich vom Gewicht her dann auch etwas geringer sind und leichter sind. Eine gibt es für junge Buben, die was frisch zur Musik gekommen sind und nicht so groß sind. Das ist ein ganz, ganz leichtes Modell. Bertel, das war eine für dich dann, wenn du... Und was bei den kleinen Trommeln vielleicht auch noch interessant ist, sind die verschiedenen Tragesysteme, die es gibt. Ich habe da ein paar hergelegt. Ist natürlich mittlerweile sehr beliebt, dieses Tragegestell, ja, wo man sich die Trommel vorne einhängt und das Gewicht auf beide Schultern schön verteilt hat. Eine weitere Variante ist dieser zweiteilige Gurt für die kleine Trommel. Ja, da lege ich einen Teil um die linke Schulter, den zweiten Teil hänge ich mir um den Bauch und dann hänge ich die Trommel bei dem Karabiner und mit dem Haken ein und dann habe ich es so schön schräg vor mir. Ein weiteres Modell ist dieser Hosenträgergurt, den ich mir auch wieder um beide Schultern umlege. Ich mache ihn dazu. Hänge wieder die Trommel vorne ein, ziehe mir es mit dem Karabiner zu. Und die altbewährten Ledergurte sind wieder stark hingekommen. Die hängen wir um die rechte Schulter. Hängt da die Trommel ein und befestigt es mit diesem Seitenkarabiner. Diese Möglichkeiten sind eigentlich so die gängigsten, was die kleine Trommel betrifft. Und da muss jeder natürlich für sich selber sein ideales Modell finden, sowohl was Trommeln als auch was Tragesysteme betrifft. Es ist dann zum Beispiel, wenn man in Blickrichtung Marschwertung schaut, egal wann fünf kleine Trommler fünf verschiedene Tragesysteme haben, also das ist nicht ausschlaggebend. Wichtig ist, dass jeder das für sich richtige Modell findet.